Jürgen Milski musste Promi Big Brother verlassen. Erst nach seinem Auszug gibt sich der Kölner reumütig. Nach diskriminierenden Bemerkungen, Promi Big Brother Fans reagieren knallhart. Es war das wohl bisher traurigste aus der diesjährigen Promi Big Brother Staffel. Publikumsliebling und TV-Urgestein Jürgen Milski, 60, musste am Dienstagabend, 28, November, den Sat.1-Container verlassen. Als zweiter der allerersten Big Brother Staffel Deutschlands waren sich Zuschauer und Bewohner zunächst sicher, der Entertainer würde es weit bringen. Doch das Blatt wendete sich nach einer Woche, als sich Jürgen mit der 33 Jahre jüngeren Paulina Ljubas, 26, anlegte. Seine Beleidigungen und aufbrausende Art nahmen ihm die Sat.1-Zuschauer offenbar ziemlich übel, denn trotz einer Versöhnung mit Paulina vor laufender Kamera entschied sich das Publikum gegen den Ballermann-Star. Jürgen Milski gesteht, ich habe nicht alles richtig gemacht. Direkt nach seinem Auszug in der Live-Show stand Jürgen Milski der Promi Big Brother Redaktion für ein kurzes Instagram-Interview Rede und Antwort. Auf die Frage, wie er auf seine Zeit im Container zurückblickt, gab der Vater einer erwachsenen Tochter zu. Meine Zeit bei Promi Big Brother war verdammt hart, aber auch verdammt lehrreich. Ich bin froh, dabei gewesen zu sein. Ich habe nicht alles richtig gemacht, und mir war auch völlig klar, dass ich heute nominiert werde. ... Es war wieder einmal so lehrreich für mein weiteres Leben. Eine wortwörtliche Entschuldigung in Richtung Paulina Ljubas ging dem Kölner aber nach wie vor nicht über die Lippen. Schade. Auch bei Promi Big Brother, die Late-Night-Show, wurde Jürgen nach seinem Exit auf seine ausstehende Entschuldigung angesprochen. Wieso konntest du Paulina gegenüber nicht ins Gesicht sagen, dass es dir leid tut und dich entschuldigen? Hakte Moderatorin Melissa Kalasch, 34, nach. Woraufhin sich der Musiker versuchte herauszureden, habe ich das nicht getan. Mir tat es leid, das habe ich doch gesagt. Promi Big Brother läuft bis zum 4. Dezember 2023 täglich in Sat.1 und auf Join.